Kepasso Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute nehme ich dich wieder mit auf meinen Alltag, es gibt einen kleinen Vlog und ich gebe einen Einblick in meinen Minicut, den ich mit einer Art Intermittent Fasting kombiniere, um innerhalb von 2 Wochen alles, was an Überschuss die letzten 2 Monate draufgekommen ist, wieder loszuwerden. Jawohl, que pasa. Mein Morgen beginnt immer gleich. Und es war eigentlich schon vor dem Lockdown so. Es ändert sich nur tatsächlich, wo ich das mache. Vorher habe ich das sehr gerne beim Cardio im Fitnessstudio morgens gemacht. Oder beim Cardio eben hier. Und seit dem Lockdown mache ich ja quasi das Big Pump Programm für McFit. Da ist das Training, das ich gebe, morgens um 12. Und das mache ich gerne nüchtern. Und da stehe ich ein bisschen später auf, verschiebe das Cardio auf später am Tag oder mache gar keins. Und gehe dann quasi direkt los und mache dort das Training nüchtern. Warum? Das Bodyweight-Training, das ich auswähle, ist unfassbar intensiv, muss man wirklich sagen. Vor allem für jemanden von meinen Ausmaßen ist es sehr intensiv. Und ich persönlich performe mit nüchternem Magen besser. Das kennst du wahrscheinlich auch. Also die meisten, die das mal ausprobiert haben, werden merken, mit nüchternem Magen performt man tatsächlich besser. Und vor allem sicherer. Weil wenn irgendwas noch nicht anständig verdaut ist, und glaub mir eine Sache, es ist wirklich verdammt intensiv. Es geht auch ganz anders auf die Puste. Und dann kommt dir dein Essen fast hoch, das ist halt nicht schön, ne? Und deswegen, ja, ich trinke erstmal hier ein Käffchen, mache so meine Coaching-Nachrichten hier alle und dann fange ich gleich an, mir meinen Booster und das Post-Workout zu mixen und dementsprechend werde ich mir dann einen Shelter, sogar mit ein bisschen Bloodstorm dazu und einer kleinen Portion ERAs mixen als Pre-Workout und dann werde ich das Training abhalten und werde dann erst wieder essen, wenn ich hier ankomme. So, ich muss so in einer halben Stunde los. Also werde ich jetzt schauen, alle Nachrichten werde ich dann nicht schaffen, aber ein paar davon möchte ich auf jeden Fall schaffen. Dann werde ich schauen, dass ich das jetzt noch schnell hinbekomme und dann geht es auch schon los nach Kreuzberg. Da wird das Ganze nämlich gedreht in einem Studio, das stillgelegt ist. Das wird dann quasi zum Aufnahmestudio umfunktioniert. Ne? So kann man sich das vorstellen. Boah, nach etwas Parkplatzsuche bin ich dann auch jetzt angekommen und ja, ich habe noch 55 Minuten Zeit. In 55 Minuten geht das Rücken-Bizeps-Training los, da bin ich auf Sendung. Ich werde jetzt circa 5 Minütchen dahin brauchen, ich bin gerade um die Ecke, da habe ich mich hingestellt und werde mich dann schon mal umziehen, dann langsam aber sicher den guten Shelter trinken. Ich habe mir heute, weil ich nüchtern bin, zur Pumpunterstützung den guten Sheldon, ne, wie man ihn so gerne auch nennen möchte, mit 10 Gramm trotzdem Bloodstorm. Und eher Ass, eben weil ich nüchtern bin. Ja, ich weiß, dann ist man per se nicht mehr nüchtern, aber das ist mir egal. Mir geht es um den Muskelschutz. Und ja, und noch 2 Gramm Salz reingehauen. Ich bin gerade dabei, die Shelter-Formel zu überdenken, zu überarbeiten. Eigentlich wäre doch mal, jetzt mal ohne Spaß, eine Frage an dich. Würdest du den Shelter trinken, wenn er salzig schmecken würde? Weil Salz ist ja wirklich nochmal richtig geil für den Pump. Und ja. Gib mir doch mal eine Antwort. Was würdest du sagen, wenn der Shelter so, keine Ahnung, 1,5 Gramm Salz drin hätte? Spoiler, das schmeckt man brutal. Also das ist, nicht so hier ein bisschen, so wirklich 1 oder 1,5 oder 2 Gramm Salz, das schmeckt übertrieben salzig. Ist kein Spaß. Und deswegen, würdest du das in Kauf nehmen? Weil momentan schmeckt da ja ganz geil. Würdest du es in Kauf nehmen für einen noch krasseren Pump? Ich bin auf deine Meinung gespannt. Weil wenn die Mehrheit sagt, ja, why not? Mir wäre es egal, ich bin da schmerzfrei. So, jetzt steigen wir mal aus.
Jojojo, Training ist geschafft. Post-Workout-Shake ist drinne. Und ich bin auf jeden Fall gut im Arsch. Wirklich gut, gut, gut im Arsch. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich durch den Stadtverkehr hier schnell nach Hause komme. Mich kurz abduschen. Und dann natürlich direkt Post-Workout naschen, essen. Und ja, gucke ich einfach mal, hoffe ich einfach mal, dass das jetzt schnell geht. Training lief super. Sehr anstrengend die ganze Nummer, wirklich. Ich bin immer wieder froh, dass ich es nüchtern mache, weil sonst der Magen vielleicht durchdreht. Ah, ja. Und es hilft mir auch jetzt schon, ein bisschen wieder in die alte Form zu kommen. Das merke ich. Diese Athletik tut doch da sehr, sehr gut. Viele Muskeln werden beansprucht. Das ist eine ganz andere Puste, die du brauchst. Du verbrennst natürlich auch ganz anders. Bin ein sehr großer Fan davon, vor allem das immer wieder zu kombinieren, wenn du ein bisschen in Shape kommen willst. Kurz später, endlich Post-Workout. Ich habe schon zittrige Hände. Ich habe Hunger, 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 Hunger. Bei mir gibt es wieder meinen Rice Meat and Egg Mountain. Viele kennen ihn schon. Ich hatte das Rezept schon in einem Voice-Over sogar, in einem Vlog, der hieß, da steht zwei Fitnessrezepte im Titel. Der ist gar nicht so lange her, der Vlog. Und bestehen ist das momentan aus 120 Gramm Basmati-Reis, 3 Eiern, 150 Gramm Tatar. Und je 150 Gramm Brokkoli und Mischgemüse, also das Erbsen-Möhren-Ding da. Sowas, ne? Und ja, das sind ungefähr 900 Kalorien. Das gibt es jetzt direkt nach dem Training. Dazu gibt es je eine Kapsel Invictus GDA, der Glucose Disposal Agent, also dass die Kohlenhydrate besser in die Zellen aufgenommen werden und die Enzyme für eine bessere Verdauung und natürlich auch alle anderen Supplements, die da noch rankommen. Und das spüle ich runter mit dem Lieben. Da ist er. Dicetea hier in Eistee. Pfirsichgeschmack. Essen ist drin, Supplements sind drin. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Einkaufen. Kurz ein paar Dinge zu meinem jetzigen Vorhaben, was Ernährung angeht. Man muss sich einfach vorstellen, ich habe ja jetzt fast 2 Monate nicht wirklich trainiert und die Ernährung hatte ich ja auch mehr so lala. Ne? Das heißt, ich habe mir gesagt, ich versuche ein bisschen nach Bauchgefühl zu essen, mal weniger, mal mehr. Ein bisschen Freestyle-Sachen, die ich sonst nicht esse. Der Grund ist folgender, ich werde höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit eine strenge Diät hinlegen für ein paar Projekte, die Anfang nächsten Jahres starten. Das steht auch alles soweit immer noch. Und deswegen wollte ich in dieser Zeit quasi, ich habe schon 2 Wochen quasi vor der OP damit angefangen, ein bisschen lockerer zu werden und habe mir einfach gesagt, ich nehme diese ganze Zeit inklusive der OP mit, um mal ein bisschen runterzukommen und habe das auch gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich habe das Big Pump Projekt, ich will wieder ein bisschen trainieren, es wird sich alles vielleicht ohne Fitnessstudio leider hinziehen müssen. Und ich persönlich habe immer so den Anspruch an mich, dass ich sage, wenn ich schon am Trainieren will, dann will ich halt auch wirklich mich wohlfühlen, will entsprechend nach was aussehen. Und da ist mein erster Impuls jetzt gewesen, dass ich sage, ich mache einen Minicut, einfach weil ich das so möchte, um einfach mal alles runterzuwerfen, was ich in der Zeit angesammelt habe. Und die ganze letzte Woche habe ich den schon gemacht und jetzt bin ich gerade am Anfang der 2. Woche des Minicuts. Und diese Woche werde ich ihn auch noch machen. Ich erkläre euch kurz, wie das Ganze bei mir aussieht. Ich bin ungefähr bei 3800 Kalorien, 3700 mit meinem Verbrauch, kann man so sagen. Und ich habe mich dann entschieden, einen Minicut zu machen und circa bei 2600 rauszukommen. Das heißt, das Einzige, was immer noch signifikant hoch ist oder so hoch genug, sage ich mal, gerade noch so hoch genug, sind die Proteine. Alles Weitere ist drastisch erhöht. Ich bin bei, ich muss mal nachschauen, 250 Gramm Eiweiß, 251 Gramm Kohlenhydraten und 68 Gramm Fett, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Aufgeteilt ist das Ganze auf die Mahlzeit, die ihr eben gesehen habt, die nehme ich nach dem Training. Das ist die erste Mahlzeit, den ich genüchtern meine Workouts mache und das bedeutet,
Da muss ich jetzt einfach vorstellen, wenn ich dieses Big Pump Projekt habe und da zum Beispiel für 4 Wochen gebucht bin. Ich bin selbstständig, ich kann meinen Alltag und werde meinen Alltag, für die Zeit ist das mein Job quasi, genau danach ausrichten. Dementsprechend stehe ich dann immer etwas später auf, gehe nüchtern zu diesem Workout und nehme danach meine erste Mahlzeit zu mir. Die ist dann ganz genau 916 Kalorien stark. Und das ist die Mahlzeit mit den meisten Kohlenhydraten. Direkt danach trinke ich einen Shake, also 35 Gramm Proteinjuice, das sind 123 Kalorien. Und dann muss ich ab da quasi die Mahlzeiten immer etwas enger takten, weil es ist ja fast eine Art Intermittent Fasting. Ne? Das heißt, ich gehe zum Beispiel um 0 Uhr schlafen, nehme die ganze Nacht mit. Dann haben wir 8 Uhr morgens, haben wir schon 8 Stunden gefastet. Und dann haben wir, bis ich esse, tatsächlich fast 16 Stunden, das sind eher 14 bis 15. Also ist fast eine Art mit dem Fasting. Und dann habe ich eben Zeit bis zum Schlafen gehen, um diese süßen 2600 Kalorien reinzubekommen. 2675 sogar, fast 27. Um die reinzubekommen. Und das muss dann in einem etwas engeren Zeitabstand, was also die positive Nachricht ist, ich hungere nicht. Das ist meiner Meinung nach übrigens der größte Vorteil von Intermittent Fasting, nämlich dass man sich die Mahlzeiten so legen kann, dass man nicht hungert. Na, ganz einfach. Protein ist hoch, das gewährleistet eben, dass ich nicht zu viele Muskeln verliere. Ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass da noch Muskulatur drunter ist, mit der ich rechnen kann. Und dementsprechend ziehe ich 2 Wochen in Folge eines Minicuts erstmal alles runter und gehe danach schrittweise leicht reversend quasi mit den Carbs erstmal hoch und mit den Fetten und werde dann schauen, wie sich das entwickelt. Ich will erstmal Wasser und Körperfett weg haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hatte in einer Woche schon leichte Erfolge damit und in der zweiten Woche verspreche ich mir noch mehr davon. Also alles super. Die zweite Mahlzeit wird dann quasi, die kommt jetzt demnächst, wenn ich einkaufen war. Das wird die süße Rolle, die lasse ich mir nicht nehmen, auf die habe ich Bock. Nur bin ich hier mit den Zutaten viel, viel sparsamer geworden. Die süße Rolle, wie sie jetzt ist, hat nur noch 662 Kalorien und besteht aus 40 Gramm Schmelzflocken, 30 Gramm Vorteilsproteinpulver und 250 Gramm Eiklar. Hier haben wir natürlich die größte Eiweißmahlzeit, die größte Eiweißbombe. Als Topping dienen 100 Gramm Beerenmix, Tiefkühlbeerenmix und 30 Gramm von der Big Zone Peanut Butter, die ich gemütlich drüber schmiere. Dann klappe ich das Ding zu mit ein bisschen Zero-Soße oben drüber und dann ist das eigentlich saulecker und darauf freut man sich wirklich auch. Das ist die zweite Mahlzeit, 662 Kalorien stark. Dann gibt es gegen 22.30 Uhr ungefähr immer die letzte Mahlzeit. Manchmal mache ich um 21.30 Uhr oder so dann noch ein bisschen Cardio davor, weil das kann ich ja jetzt morgens nicht mehr machen. Zwar ist das Bodyweight recht intensiv, aber ich möchte auch von dem Minicut das meiste rausholen, was ich kann. Deswegen mal hier, mal so, mache ich dann immer ein bisschen Cardio. Und dann gibt es die letzte Mahlzeit, die liegt bei 974 Kalorien und die besteht aus 100 Gramm Reis. Aber dafür eben, warum hat die mehr Kalorien hier ist, immer ein Filetsteak dabei, das so um die 250 Gramm wiegt, ist natürlich auch nochmal eine dicke Eiweißportion. Klar, Eiweiß muss jetzt definitiv als der Makronährstoff herhalten, der sowohl sättigt als auch viel vertreten ist gegen den Muskelabbau. Und da ist natürlich dann auch wieder Mischgemüse dabei. Und bei beiden Variationen des Rice Meat and Egg Mountain, ihr kennt es ja, sind dann immer 3 Spiegeleier mit dabei. Na, also so decke ich meine Fette. Und so decke ich mein Eiweiß, so decke ich meine Kohlenhydrate. Wie gesagt, bin jetzt in der zweiten Woche, wiege noch ungefähr ca. 114 Kilo und werde mal schauen, am Ende dieser Woche werde ich Bilanz ziehen, schauen, wie sich die Form verändert hat. Es tut sich jetzt schon einiges und werde dann höchstwahrscheinlich wieder reversen, etwas hochgehen. Vielleicht werde ich aber auch noch ein paar Tage hinterherziehen. Man wird sehen. Jetzt geht's erstmal einkaufen, ganz, ganz wichtig. Ich brauche wieder frische Sachen, das ist halt der Nachteil, dann brauchst du immer Steaks brauchst du immer wieder, Tatar, Mischgemüse, was brauche ich noch heute? Spüli, ich spüle die ganze Zeit wie ein Wilder. Also das eine oder andere kommt ja in den Tischgeschirrspüler, aber ich spüle auch sehr viel selbst, weil es schnell gehen muss manchmal. Und da war noch was, Eier. Oh, Eier brauche ich, ich esse 6 Eier am Tag, das geht natürlich sehr schnell, ne? We'll be right back.
da ist das leckere Ding auch schon. Zack. Kurz vor 15 Uhr hatte ich die letzte Mahlzeit, jetzt 18 Uhr ist die schon wieder fällig. Das passt ganz gut, so kommt nicht allzu schnell Hunger auf. Und ja, in letzter Zeit falte ich die süße Rolle lieber, als sie zu rollen. Irgendwie habe ich mal wieder Bock, sie zu rollen, das mache ich demnächst mal wieder. Das, was Süßes mit dabei ist, finde ich, hilft ungemein. Generell schon, ich habe eigentlich nie Cravings, weil ich entweder den Porridge oder die süße Rolle im Plan habe. Mache ich mit den Coachings genauso, funktioniert wunderbar. Ich bin jetzt morgen dann 10 Tage bei den 2675 Kalorien. Ich muss schon sagen, ich merke das. Also jetzt langsam, aber sicher. Ne? Ich hatte ja vorher echt so, weil ich mal durcheinander gegessen hatte, war mein Magen nicht ganz so on fleek. Er war öfter aufgebläht und so weiter. Das hat sich in den letzten Tagen sehr normalisiert. Und jetzt langsam merke ich, dass er doch schon sehr leer ist. Aber wie gesagt, die Woche nur noch wahrscheinlich und dann bin ich erstmal zufrieden. Also gönne ich mir jetzt erstmal die süße Rolle und freue mich darüber. Und dann gibt es noch eine Mahlzeit heute und dann schaue ich auch mal, wie ich drauf bin, ob ich davor Cardio machen will. Und auch dieses Rezept ist in dem vorhin genannten Vlog. Da ist einmal die süße Rolle und einmal der Rice Meat and Egg Mountain. Mit Voice-Over und Zutaten zum Nachmachen. Boah, das Cardio ist geschafft und jetzt gibt's was zu essen. Und zwar meine letzte Mahlzeit, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Genau, man hört's hier schon. Ich zeig's euch. Das Filetsteak machen wir mal zu. Hier wartet die Pfanne schon auf die Eier. Reis ist fertig, Gemüse ist getaut. Zack, gegart. Kommt schon mal oben drauf, da kommen jetzt Gewürze drauf. Und dann ist die letzte Mahlzeit eigentlich schon fertig. Und das war der ganze Spaß eigentlich schon. Tatsächlich merke ich jetzt gerade, dass es losgeht, täglich besser zu werden. Man muss dazu sagen, bei so einem Minicut ist ja klar, ich habe halt auch wenig Carbs drin. Es sind sehr wenig Kalorien. Da ist klar, dass man erstmal ein bisschen lasch wird. Ein bisschen, sage ich mal, der Pump ist zwar noch da, aber man wird tatsächlich so ein bisschen schlapp. Und das denke ich, beziehungsweise das gibt sich dann natürlich wieder, wenn du ein bisschen Carbs reinlädst. Wichtig ist nur erstmal Unterhautfettschicht weg, Wasser rausdrücken und es kann dann eben sein, dass man die ersten Tage, beziehungsweise so nicht die ersten, sondern tatsächlich so die letzten Tage dieses ganzen Vorgehens dann etwas schlapp ist und halt auch nicht so heftig auf Pump. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Denn, wie gesagt, das gibt sich dann natürlich wieder. Ist wieder ein nettes Unterfangen, das ich mir da vorgenommen habe. Ich habe Spaß dran, obwohl ich langsam merke, dass es an mir nagt. Das nagt auf jeden Fall an mir. Ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten, weil wir sind ja dann fast schon in der finalen Phase. Und es könnte nochmal interessant werden, weil ich habe das Gefühl, dass gerade täglich was passiert. Und eben dann, wenn die Kalorien auch wieder reinkommen, dann wird es ja doch nochmal interessanter. Also, bleibt gerne dran. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen mit Minicuts habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ansonsten, ja, lasst mir gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns, boah, ich bin so fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Haut rein.